Entschuldigung. Hallöchen! Hallöchen, wir sind auch mal mit Ton da. Ach, wow. Philipp ist auch dabei. Ja, wir haben, ja. Hallo. Das war ja mal wieder ein gelungener Stream-Anfang, wirklich. Ich habe die Ausrichtung von der Partei halt wirklich mal gar nichts gemacht auch. Und ja. Das funktioniert super, echt. So, ja, wir spielen die Partei Hallöchen, Österreich. Hallöchen, wir sind auch mal mit Ton da. Ja, funktioniert. Ach, wow. Philipp ist auch dabei. Ja, wir haben, Wo kommt der Ton her? Hallo. Das war ja Ach, da mal. kommt der Ton her. Oh, ja, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Wir sind jetzt mit Ton da. Ja. Genau. Super. Jetzt ist super. Jetzt ist super. Ja, ich wollte noch Kritik an Artland Dring äußern. Das habe ich schon gemacht, aber jetzt mache ich es einfach nochmal. Sozialdemokratische Partei Österreichs hieß Sozialistische Partei Österreichs in diesem Paket, das der mir zugesteckt hat. Und das Team Schronach hat noch existiert. Die habe ich jetzt einfach durch die Partei ersetzt, weil das Team Schronach ja nicht existiert mehr. Nicht Ja, so. ich hatte übrigens gesehen, dass es einmal Deutschland gibt und einmal die Bundesrepublik Deutschland. Ja, das ist einmal. Wir haben das EU noch mit drin. Ja, Ja, aber als eigenes Land meine ich schon. eigentlich nicht, aber ja. Wolfgang Sobotka verlässt die ÖVP. Wählt die Partei, sie ist sehr gut. Ich kann ja noch mal hier, Moment. Das habe ich vor kurzem. Für alle, die Mitglied in der FPÖ sind, habe ich da noch den passenden Antrag für euch. Jetzt in Chat gepostet. Ihr habt also schon ein bisschen länger. Wie sieht's mit der Qualität aus? Die ist super, sagt er. Gut. Ach, man kann auch, wenn man APO ist, spenden. Das habe ich noch nie. Die Option habe ich noch nie in Betracht gezogen. Allein, weil man als APO wahrscheinlich nie Geld hat. APO-Red. Ja. Apo-Red. Ja, wir machen jetzt APO-Red. Wir müssen Musik im Hintergrund anmachen. Copyright-freie Musik. Okay, Google. Nee, Spaß. Musik über 70 Jahre alt. Ich mach jetzt Musik an. Ja, oder einfach allgemein als copyright-frei. Es gibt doch hier NCS. Genau, NCS. Genau, ich mach jetzt irgendein Lied an. Das hier. Naja, besser als nichts. Es macht irgendwie die Qualität eines Videos nieder. Ich mache jetzt das eine Lied an. Wollt ihr Musik haben? Kann man Abstimmungen machen? Ja, ich kann Infokarten machen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Das hier? Zeitstempel. Einblenden natürlich. Ach so, ich muss auch den Chat einblenden eigentlich. Das habe ich aber, glaube ich, gelöscht schon. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Ja, aber ich könnte den Chat einblenden, wenn ich wollte, mache ich aber nicht. Das ist jetzt nicht wichtig. Tut mir leid, kann man ja noch nachlesen. Ich mache keine Copyright-Musik. Im Stream geht das nicht, Wolf. Im Stream kann man keine YouTube Audio Library Musik nehmen. Die GA. Die grüne Alternative. Ich habe die mal GA genannt. Hörte sich für mich besser an als grüne AT als Abkürzung. Das habe ich auch noch geändert. Ansonsten müsste es aber relativ unangetouched sein. Tirolwahl, ja. Am Anfang brauche ich erst gar nicht gucken, was wir für Wahlergebnisse haben. Ach, die Johanna Mikl-Leitner. Ja, die ist mir sympathisch. Ja, das war jetzt nicht das Beste, aber wir machen ja auch keine Werbung. Ach, wir haben jetzt die ganzen von dem Team Strohnach, die Politiker. Naja, nehmen wir halt mal Frank Stroh. Da habe ich jetzt vielleicht mal eine Zeit lang nicht mitgedacht. Wie doch die Lieder von Gernmeyer Music. Ja, mal garantiert nicht. Ja, aber ich kann ja schlecht YouTube Audio Library nehmen, wenn ich einen Stream mache. Die kann man erst nachträglich einfügen. Habe ich auch in manchen Videos schon gemacht. Ganz früher. Das weiß ich noch, wie es funktioniert. In Stream geht das nicht. Brauchen mehr Propaganda, ja. Für den Stream immer gerne Propaganda machen.
alle Mobile-Geräte schicke ich auch mal den Streamlink gerne nochmal in Chat. Landtagswahl in Tirol. Da stehen wir jetzt in den Umfragen bei 0,00%. Ist dann doch eher ein bisschen schlechter. Eher schlechter als recht. Aber am Anfang muss man halt echt nur Geld sammeln. Und da ist die Parteizeitung echt nicht gut. Also Wahlkampfvorschalen. Ich möchte diesen Stream jetzt mal professionell angehen. Aber diese Musik ist grauenvoll. Nach dem Lied mache ich keine Musik. Da kommt hier der Grünen-Song. Ich glaube, zweimal meine Stimme kann man nicht ertragen. Wow, 56 neue Soldaten werden eingesetzt. Das ist ja echt, wow. Wow, wow, wow. Worüber kann ich denn reden? Über die politische Situation in Österreich kann ich jetzt nicht viel schnacken. Da weiß ich jetzt nicht wirklich, was da los ist. Ja, die Frau neue, Frau Bierlein, das ist, finde ich, ein toller Name für eine Bundeskanzlerin. Brigitte Bierlein. Ist die doch Brigitte, oder? Ich meine, die ist Brigitte. Wenn sie nicht Brigitte heißt, tut's mir leid. Tut mir leid, Brigitte, oder auch nicht Brigitte. Frau Bierlein, Frau Bierlein halt. Tut mir wirklich leid. So, 2 Wochen Nationalratswahl, genau. Ja, 0,23% in den Umfragen. Ja, da mache ich sogar Werbung. Studiengebühren. Nein, ich mache jetzt kalte gerne meine Musik an. Mache ich jetzt wirklich nicht. Da gibt sich irgendwie so nette Hintergrundmusik. Moment, Copyright. Background Music. Genau. Das hier. Das ist nicht schön. Nein, das passt einfach nicht. Das hier. Ich mach's jetzt einfach mal an. Oh Gott. Das Lied kennt ja echt jeder, oder? Wenn man mal YouTube schaut, dann kennt das echt jeder. Auch nicht mal gut. Ah, so Adlandring. Ja, super. Ja, das gab eine ganz einfache Möglichkeit, das zu überbrücken mit dem SPÖ. Einmal ein SPO umbenennen und dann wieder ein SPÖ umbenennen. Und dann ist es quasi auch schon geregelt. Ja, wo ist Philipp hin? Das ist eine gute Frage. Hier. Philipp ist hier, hat er gesagt. Was hast du für eine Partei einordnen? Ja, damit wir mit niemandem koalieren. Das ist ja unrealistisch, dass irgendeine Partei mit denen zusammen macht. Die Partei hat keine Ausrichtung. Und ich möchte nicht, dass die immer die bevorzugte Partei ist, wenn es um irgendwas geht. So, Kabinett Nationalrat Österreich. Bundeskanzler Hartwig Löger. ÖVP, SPÖ, Arbeitsminister Gernot Blümel, Außenministerin Gabi Schaunig, Bildungsminister Rudolf Hunstorfer, Familienminister Sebastian Kurz, Finanzminister Alexander Melchior, ich kenne fast keinen davon, Elisabeth Köstinger ist Gesundheitsministerin, die habe ich mal gehört, Umweltministerin Sonja Hammerschmidt, Werner Faymann ist Verkehrsminister. Den Herrn Faymann kenne ich, den Herrn Kurz, die Frau Köstinger habe ich, glaube ich, mal gehört, der Herr Hunstorfer kenne ich noch, ja, das war's dann aber auch. Ah, eine GroKo, oder? Was ist das für eine Playlist? Oh ja, die könnte man anmachen. Ich habe jetzt aber gerade was anderes. Kann ich ja gleich mal probieren. Aber ich mag lieber sowas Art wie Background Music und die jetzt gerade geht ja nicht optimal, aber da habe ich schon deutlich Schlimmeres mitbekommen. So in Kärnten, ja, immer der Herr Strohner. Hauptsache Herr Strohner. Ja. 11 Euro Mitgliedsbeitrag. Wer hat sich denn so einen komischen Betrag ausgedacht? 11 Euro zahlen sie bitte. Nicht 10, nicht 12, ja, sondern 11. Umso größer die Partei, umso... Warum 11 Euro? Das ist ja blöd. Machen wir 10. Wieder alle unsere...
Ja, es ist halt so, weil wir bei keiner Wahl gewinnen, dann interessieren die sich auch nicht bei uns. Wir machen keine Werbung. Wenn wir Werbung machen, würden wir Mitglieder kriegen. Aber Werbung können wir uns nicht leisten. Ich spekuliere ja darauf, dass wir massig Zinsen kriegen, was wir auch tun. Ich zahle nochmal 8000 ein. Nein, ich brauche keinen Kredit. Ach, ich zahle nichts ein. Ökosteuer, Treibstoffliter. Ja. Sollte ruhig mal machen. Das ist gut. Das gibt Geld in die Leere. Ach, übrigens. Die Grünen stimmen dagegen. Ja, gut. Ich habe ja mal das, das Kindertausend erhöht, ne? Ja. Tatsächlich würde ich dann viele Jahre weiterspielen, würde irgendwann mal die Bevölkerung, Bevölkerungszahl steigen. Was ist das da? Die Pilz auf Platz 4 mit 3%. Also. Das ist, hat sich erhöht? Hat sich doch noch erhöht. Also es hat sich nicht als Geburt, also die Einwohnerzahl insgesamt hat sich nicht erhöht, aber meine Geburten sind in die Höhe geschossen. Aber wahrscheinlich sind dann auch noch mehr Menschen gestorben. Nee, tatsächlich nicht. Die Sterberate ist immer stetig runtergegangen. Philipp, schaust du im Stream zu? Wir sind die fünf stärkste Partei in Kärnten, wie das? Was? Oh, die mögen mich. Die mögen mich. Okay, frage ich jetzt schon mal nicht. Ja. Peter Kaiser. Herr Kaiser. Ja. Schaust du den Stream zu, denn, ja. Gut. Ja. Ja, dann hallo an alle Zuschauer, aktiv oder inaktiv. Na, ich muss ja auch selbst weiterschauen. Sicherlich, wenn ich mit Gerni heute auch noch häufig ist. Spielen und streamen. Das ist ja unwahrscheinlich. Wir haben die Runde doch schon angefangen. Ja und? Können wir trotzdem zeigen. Ja, können wir streamen, das wird dann aber nicht hochgeladen. Und in einem anderen Stream dann später. Obwohl, ich kann dann glaube ich auch cutten in der Mitte. Wenn ich mich recht entsinne, aber das ist mir dann alles zu hoch. Ich bin nur ein armer alter YouTuber. Wie sieht die Umfrage aus? Ich will es gar nicht sehen. Boah, dafür, dass wir keine Werbung machen? Machen wir gerade eben 2% ohne Werbung. Ja, das ist manchmal so. Ich bin ja auch einmal, was war das, mit welchem? Mit irgendeiner Partei habe ich es doch geschafft, in Deutschland als völlig neue Partei direkt irgendwie in Landtag stärkste Kraft zu werden. Aus irgendeinem Grund. Nur mit ein bisschen Werbung. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Ich hab's mal geschafft mit der MLPD ohne Werbung zu machen. Ja, das war die MLPD. Das war die MLPD, stimmt. Ja, die MLPD geht in Deutschland irgendwie immer richtig ab, weißt du, ich mach gar nichts. Nee, bei mir nur in zwei Bundesländern. Und später auch in Mecklenburg. Plus 60%. Joa. Streamst du beim nächsten Mal der Mackie? Ich stream kein Mackie, dann werden schon mal Videos dazu. Und Mackie dann umzusetzen ist sehr schwer, weil Mackie dann viel zu viele Bundesländer gibt. Viel zu viele. Und dann kommt später vielleicht noch Fußen hinzu und Kronenstein, dann sind es ja noch mehr. Könnte ja nur Philippien, Mekelistan, Kronenstein machen. Man könnte nur Philippien machen, dann würde es gerade so passen. Der 11 philippische Bundesländer. Allein im mekelistanischen Mutterland gibt es 33. Doppelt so viele, wie es darf. Aber ich finde, man sollte sowieso langsam mal ein paar Bundesländer zusammenlegen. Zum Beispiel Obermerk, Niedermerk und Merkdorf zu einem. Eins, was einfach Merkgebiet heißt oder so. Oder das Merkel-Cup, Klotwigau und was liegt da noch? Das andere. Polska vielleicht noch auch. Handel. Sofern es kulturell vereinbar ist. Kann der Holz denn sich irgendwie an... Der Wolf möchte sich verbuddeln, hat aber die Nachricht gelöscht, dass er sich verbuddeln möchte. Was ist denn in den Trends drin? Ich mache jetzt keine Reaktionsvideos. Fast and Furious mit dem Bratan ins Inscope. Kim wird sexy Go-Go-Tänzerin. Berlin Tag und Nacht. Okay, das ist einfach nur... Unser Pool muss raus, Bibi. Testing is sharp, can smell a drop of blood. Katja und ich remixen ihren neuen Song. Gucci Girl. Hey, das ist... Wieso ist immer gut. Wieso ist immer gut. BTS? Ja, ist schon klar. Krassschule? Die jungen Lehrer? Oh Gott. Oh. Ne, ich will da gar nicht weiter gucken. Jetzt möchte er sich verbullen wieder. So, Vorarlberg. Oder Vorarlberg. Manche, die Österreicher haben ja irgendwie die Tendenz dazu, es Vorarlberg auszusprechen. Die haben ja nicht sowas wie Satztrennung, die reden ja das ganze Wort in einem. Nein, eigentlich nicht. Keine Ahnung, Düsseldorf, sondern Düsseldorf oder so. Nein, das sagen sie nicht, aber könnte ich mir fast noch vorstellen. Düsseldorf. Düsseldorf. Oder Berlin. Rostock. 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 Nach Rostock.
Burgenland. Ich will gar nicht wissen, was wir für ein Ergebnis hatten. Norbert Hofer! Der Herr Hofer! Ist, ne? Oh, beim Benni. Jetzt sind wir bei Benni. Was ist das jetzt? Der wieder ärmste Bundesland. Warum ist das arm? Herr Rossmann? Ich dachte, Herr Rossmann, Dirk Rossmann kommt doch aus Deutschland. Einer seiner Söhne hier hingezogen nach Österreich? Nicht hierhin, sondern nach Österreich. Ich bin nicht in Österreich. Das Lied kann ich nicht ertragen. Ich lasse es trotzdem laufen. Auch wenn ich es nicht ertragen kann. 705 Euro Wahlkampfpauschale. Damit kann ich mir fast einen Porsche kaufen. Wie viel Geld habe ich jetzt schon auf dem Konto? Ja, ein bisschen. 61.000, über 63.000 schon gemacht. Es fehlt noch was wie Negativzinsen, dass man draufzahlen muss, Kontoführungsgebühren. Da wären wir wieder in der Realität angelangt. Da könnte man so eine Sparkontopolitik gar nicht mehr machen, da müsste man Aktien machen, wenn man das Spiel jetzt entwickeln möchte. Aktien spekulieren. So wie in Fußballmanager. Und EA natürlich, der Gute. Ich investiere in die deutsche Automobil... In die deutsche Bank investiere ich. Mhm. Das ist mein Geld bestimmt gut aufgehoben. Mit Sicherheit nicht. Ich würde sagen, der Stream geht so bis etwa 21 Uhr, war mein Plan. Danach hat ja Philipp noch das Bedürfnis, was in Hearts of Iron zu machen. Ja. Philipp plays. Vorarlberg? Steht da wirklich Vorarlberg? Da steht tatsächlich Vorarlberg, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Wow! Vorarlberg. Das heißt Vorarlberg. Ich nenne es Vorarlberg, die Österreicher nennen es ja häufig mal Vorarlberg. Hm, AsiTV, klar. Mehrmals AsiTV sogar. Fehlt ein R, ne? Ja, da steht Vorarlberg. Ach ja, das, der Entwickler hat allgemein so ein bisschen. Also, ich will da jetzt keine Kritik äußern. Das ist nämlich eigentlich eines der tiefsten Spiele überhaupt. Die Idee ist gut und es ist halt in manchen Punkten noch nicht tief genug. Ist halt, wenn man sich einmal reingefressen hat, ein bisschen basic. Man könnte noch so viel Funktionen einbringen. Aber das Spiel hat schon die meisten Funktionen. So eine Außenpolitik-Funktion wäre noch was. Und zwar mehr Außenpolitik, als ich mache eine Reise in ein Land. Und vielleicht das mit dem Bevölkerungswachstum noch ein bisschen überarbeiten. Ja, und das Hashtag linksgrün versifft ein bisschen rausnehmen. Immer, es gewinnen immer die grünen Parteien, immer. Ja, wir nehmen jetzt mal den Rufen Ertelschweiger, der hört sich so toll an. Rufen Ertelschweiger. Wie viele Zinsen haben wir schon gemacht? Inzwischen sind wir bei 79.000. Nein, schlecht. Minecraft-Stream. Nein, Philipp, nein. oder vielleicht doch. Obwohl, wäre keine schlechte Idee. Ich stream gleich Minecraft, ne? Nein. Aber irgendwann kann man das vielleicht ja wirklich mal machen. Auf meinem schönen Server ein bisschen U-Bahn fahren. Wer möchte U-Bahn fahren? Und die FPÖ soll stärkste Kraft werden. Das mag ich ja mal gar nicht. FPÖ. Haha. FPÖ. 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 Ja, macht mehr Propaganda, dann kommen wir in die Live-Trends. Am besten auf bekannten YouTuber-Discords, so wie Gronk, Zwergtube, Catherine ja. Of Sky. Oder Krumpas Bambuso, ne, der hat keinen mehr. Und der war ja auch noch nie öffentlich. Der war ja am Anfang nur auf bestimmte Leute begrenzt. Wenn ich mich recht entsinne. Der Herr Bambusbirne. Also was ist das für ein Parlament? Kommunisten und Nazis, direkt nebeneinander. Nicht Nazis, wie sagt man so schön? Rechtsextreme. Patrioten. National. Kommunisten, genau. Nationalkonservative. Da war die Nachricht zur Überprüfung nicht freigegeben. Das war ja irgendwie seltsam. Danke an den, der das freigegeben hat. Ja, und noch neben konservativ, sozialliberal und ökologisch noch nationalistisch, dann muss ich die Nazis nicht konservativ. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt.
Ich finde ja auch allgemein, es gibt ja normal dieses zweidimensionale Spektrum oder sogar eindimensionale Spektrum, eher eindimensional links oder rechts. Das zweidimensionale macht dann ja einer Seite, wie liberal man ist und auf der anderen Seite noch, was ist das? Einmal, wie liberal man ist und wie man wirtschaftspolitisch orientiert ist, glaube ich. Also einmal wirtschaftspolitisch und einmal sozialmäßig. Und ich finde, dass man sollte das dreidimensional machen noch. Einmal halt, wie man wirtschaftlich steht, wie man liberal macht und dann noch so diese Sonderachse, inwie sehr man die Demokratie fordert. Oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall, dass man so ein dreidimensionales Spektrum so eventuell hier so dreidimensionale Koordinatensysteme, ist dann natürlich ein bisschen schwer zu sehen, deswegen wird das auch nicht gemacht, aber ist schon, fände ich schon besser. Und dann auch die Radikalisierung. Ich hatte mal einen Power and Revolution Stream, ja, könnte ich auch mal wieder machen. Aber Streams mache ich allgemein nicht gerne. Ist ein bisschen. Wenn man dann doch spontan keine Zeit hat, ist das immer blöd, Stream abzusagen. Deswegen kam der jetzt ja auch sehr, sehr, sehr spontan. Liegt doch hauptsächlich daran, dass ich gestern zu faul war, ein Video aufzunehmen. Nein, lag's nicht. Ich habe den Tipp bekommen vom Herrn Klon, dass ich einen Stream machen kann. Genau, auch von dieser Partei. Ich war jetzt zu faul, das Logo von der Partei Österreich noch reinzutun. Deswegen habe ich einfach die Partei genannt. Ich hoffe, ist jetzt noch niemandem aufgefallen. Aber das ist dasselbe, nur dass dann da noch Österreich drunter steht. Wir natürlich, ja, wir sind unter den größten Parteien empfohlen. Klar. Zwergtyp ist... Ich habe eine Autogrammkarte von Zwergtyp. Ja. Warum hast du so? Der hat mal eine Aktion gemacht in seinem Forum, dass man da Autogrammkarten kostenlos bestellen konnte. Da steht drauf, für Tim. Toll, ne? Ich bin da stolz drauf. Das war mal lange Zeit mein absoluter Lieblings-YouTuber. Absolut. Oh, hohe Anwaltskosten anscheinend. Und Zwergtyp ist einfach auch super. Der ist halt manchmal ein bisschen doof in der Birne. Aber nicht viel doofer als ich. Ich glaube, ich muss ein bisschen Geld vom Konto abheben, sonst gehe ich hier bankrott. Nein, ich möchte keinen Kredit! Mittelling. Okay. Ich bin im Chat. Schreibe ich aber jetzt nicht. Ich kann das ja sagen. Das ist der Vorteil eines Streamers, der kann das sagen, was er möchte. Der muss das nicht dingsen. Auftrag wurde erfolgreich ausgeführt. Perfekt. Der Stream wird ja auch später hochgeladen. Also das ist ja jetzt nicht das Problem. Es war ja sehr kurzfristig und der Stream wird dann morgen das 15 Uhr Video, oder spare ich mir ein Video. So machen wir das. Der Wien hat einen Landtag? Natürlich. Wien ist unabhängig. Gelaura, hallo Gelaura. Aber ist Wien nicht eher so ein... So ein nimmt man das zweite L von Kill, dann hieß du Laura. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja, vor allem wenn man zu klein schreibt, da steht da jetzt Kiel Laura. Schön. Moment, wie können bei 3 Zuschauern 4 Leute im Chat sein? Wow. Was ist mit Bürgern? Müsste es nicht eher die Bürgerschaft von Wien sein? Nein, das ist ja Bürgerschaft von Hansestädten. Und Wien gibt es einen Gemeinderat. Gemeinderat Wien. Und aber auch einen Landtag. Der Landtag ist gleichzeitig auch der Gemeinderat. Ich meine auch nicht Bürgerschaft, sondern Stadtrat. Stadtrat, genau. Ja, der heißt ja auch Wiener Landtag und ist gleichzeitig auch der Wiener Gemeinderat. Da gibt's Rot-Grün. Ja, die Wien waren, die Grünen hatten in Wien lange Zeit eine Hochburg, bis sie dann aus dem Nationalrat rausgeflogen sind und alles. Viele wissen ja gar nicht, dass das österreichische Parlament nicht Bundestag oder so heißt, sondern Nationalrat. Und in Mekelistan hieß das Parlament auch früher Nationalrat. Wer wusste das? Niemand. Hab ich wieder neue Nachrichten, Papa. Wie heißt das? Neueste nationale Nachrichten, NNN. Ja, ich gewinne dazu? Ja! Voraussichtlich. Man darf sich nie zu früh freuen. Laura. Ach, toll. Und Philipp wahrscheinlich, oder? Was?
Hast du den Stream offen? Ich hab ihn offen, ja. Ja, dann ist es Philipp. Das ist Laura Kloni. Der Ersteller dieses 20. wunderschönen Dings hier und Philipp. Ja, in Wien wohnen, was war das? Ein Drittel oder so? Der österreichischen Bevölkerung, hab ich mal gehört. Nee, nicht ein Drittel, ein Neuntel. Nee. Nee, doch. Na, ein Viertel. Ich weiß nicht wie. Wien hat ja irgendwie 2 Millionen Einwohner fast und fast. 1,7, 1,8, weiß ich gerade nicht. Und Österreich hat ja knapp 9 Millionen. Nee, nicht. Waren es 9 Millionen? Und ich guck das mal nach. Österreich hat 8,7 Millionen, genau. Einwohner und Wien hat 1,8 Millionen. Ja, Österreich hat hier 8,2 hier, es ist nicht mehr ganz aktuell anscheinend. Und Wien hat 1,6, ja genau, also ein Viertel etwa. Philipp Amthor, Axel Fotz. Fotz. Da ist Axel Voss zum Glück und Philipp Amthor schreibt man mit TH. Und Philipp ist, Philipp ist Amthor. Wusstet ihr das schon? FPÖ! Oh nein, FPÖ stärkste Kraft, das ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen. Bundeskanzlerin Margarete Schramböck. Arbeitsminister Hans-Jürgen Schelling. Außenminister Günther Platter. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Bildungsminister Hermann Schützenhöfer, den kenne ich. Hartwig Löger, der Familienminister. Ist das so, dass die ehemaligen Bundeskanzler immer Familienminister werden? Erst war es der Kurz, jetzt war es der ehemalige Bundeskanzler Löger. Finanzminister Peter McDonald. Heißt er nicht Burger King. Gesundheitsminister. Ah. Dankeschön. Markus Abzwerger, Umweltminister Gernot Blümel, schon wieder der Blümel. Johann Gudenus, den kennt man natürlich auch. Itzibitzi, Ibiza. Verkehrsminister und Verteidigungsminister Hubert Fuchs. Der Herr Erdelschweiger, der hat so einen tollen Namen. Rufen Erdelschweiger. Ach, der habe ich den Namen Verschwinger genannt? Nee, der heißt Schweiger natürlich. Ich mache jetzt mal die Musik an, die, Klon geschrieben hat. Ist sie ja noch ganz aktiv. Nein. Sowas tue ich mir nicht an. Habt's euch gerade angetan für ein paar Sekunden. Ah ja, genau dieselbe gibt's noch im zweiten Teil von vorher. Die waren ja fast in Ordnung. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Hallo! Wölf, dafür muss ich dich, das muss ich leider ausblenden, das ist nicht nett. Diese Nachricht muss ich löschen. Solche Beleidigungen nicht auf meinem Kanal. Jeder darf seine Meinung haben, auch der Herr Voss. Auf meinem Kanal findet man keine Basis für solche Beleidigungen. Wir haben 0,15% dazu gewonnen, ja. Na wow. Wir haben ja schon irgendwie 12.000 abgehoben, aber wir haben trotzdem viel. Wir kommen in Kärnten rein, wo wir 2% hatten. Soll ich in Kärnten Werbung machen? Das war doch Kärnten, oder? Ich glaub ja. Ja, war Kärnten. Ich mach mal ein bisschen Werbung. 10 Wochen. Brauchst noch etwas Propaganda für meine Partei. So, habe ich ja gerade gemacht, in Kärnten. Ich mache aber nicht zu viel. Das kostet. Ich lasse es mal langsam abgehen. Ich möchte ja noch ein 100 Folgen langes Let's Play draus machen, denn die Partei klickt sich immer gut. ÖVP und Neos. Och Gott, das ist so schön. Gerni, du machst das so lange, bis die Bevölkerung wächst. Ach, übrigens noch an den Herrn Atmen Dragon. Also, wenn ich mal ein Deutschlandsplay mit diesem Pack mache, was ich wahrscheinlich nicht tun werde, weil ich meins immer noch besser finde, auch wenn manche nicht der Meinung sind oder eigentlich alle. Ja, weil ich es einfach. Das war Arbeit. Ja, jedenfalls, wenn ich das mal spiele, ein paar Bilder habe ich anders, deswegen wäre das dann auch anders. Ich habe die nicht ersetzt. Und eine Sache besonders anders, einen Herrn Hartmann, den du da gemacht hast, da habe ich eine Frau Hartmann. Die genauso süß. Ich habe nicht eingesehen, dass ich das ersetze, also wenn da mal ein Herr Hartmann dann auftauchen sollte, das ist der. Hat dann ein Frauenporträt. Sehe ich ja nicht ein. Frau Hartmann hat ein Frauenporträt. So, Landtag Tirol 16. Ja, für.
Die da haben einen kleinen Schwung. Ja. Schwund. Nicht meine Achse. Entweder ihr schreibt das mit V wenigstens oder lasst es einfach bitte. Nicht F-O-C-Z. Na, einfach nein. Ich ignoriere das jetzt einfach mal gekonnt. Wir achten hier sehr auf Neutralität. Ja. Dankeschön. So kann man es auch machen. Gerne. Knapp angenommen hier. In Tirol gewinnt natürlich der Herr Dinkhauser. Und wir gewinnen auch dazu. Super. Wir sind die Protestpartei. Ja. Die Partei sammelt gerade übrigens Unterschriften. Damit die bei der Nationalratswahl antreten dürft. Das könnt ihr euch auf deren Website auch runterladen. Ich unterstütze ja keine politische Partei, aber ihr könntet das machen. Ich bin prinzipiell immer dafür, dass jede Partei die Chance haben sollte, zu kandidieren. Kandidieren. Was hast du auf Discord geschickt, Will? Ah ja. Ah, das ist tatsächlich bei dir nicht gelöscht. Ja, das ist aber gelöscht allgemein. Und solange du das siehst, ist ja dann scheißegal, denn du weißt ja, was das ist. Immer noch 41 Wochen. In 41 Wochen sind Kärntenwahlen. Da können wir nochmal Werbung machen. Hm. Isabella Bella Gruber, wie sah die denn aus? Tut mir leid, Frau Gruber, aber sie sah gerade auf dem Bild so aus, als würde die ihm gerne Männer verführen. Hm. Praxisgebühr wird auf 9 Euro gesehen. Rente ab 12. Witzig. Geht das? Das überhaupt? Grenzen? Ja. Oh Gott. Nein, dann bricht die Wirtschaft ja wirklich zusammen. Also ich mach die Rente immer so hoch, dass keiner Rentner ist. Wirklich? Ja. Dann also, arbeiten die alle um Geld. Ja, sozial kann das sein. Kannst du sein. Dann erhöhen sie zwar die Sterbefälle, aber Geld. Vielleicht ist das so eine Art Inkognito, wenn das nicht gelöscht wird. So ungefähr, du sollst nicht auf den Streamer losgehen. Nein, in diesem Moment, was ist mein beliebtester Politiker? Der Herr Prasch. Dann nehmen wir den Herrn Prasch doch. Hab ich den nie eingesetzt. Haben wir eigentlich Politiker? Ja, haben wir, von Team Strohnach. Ah. Hätte jetzt gern Martin Sonneborn aus Deutschland vielleicht noch importiert, aber ansonsten. Wir brauchen ein bisschen Geld, glaube ich. Berlin jetzt halt ziemlich schnell Geld, weil wir keine Mitglieder mehr haben. Nein, ich möchte keinen Kredit. Ich heb mal 30.000 ab. Aber ich meine, das Team Strohnach, das war jetzt kein Satirepartei. Nein. Aber das Team Strohnach war hier noch drin, obwohl das nicht mehr existiert hat. Und deswegen habe ich das einfach mal in die Partei umgewandelt und vergessen, dass da ja noch Politiker drin waren. Okay, jetzt haben wir rechtspopulistische Politiker. Bisschen. Also irgendwie verlieren wir ein bisschen in Kärnten. Das mag ich nicht. Mag ich jetzt mal gar nicht. Hat irgendwie das Gegenteil, ja. Ah, ich auch. Ah ja, aber leider ist das realistisch. Die liegt wahrscheinlich an unserer Mitgliederzahl. Wenn keine Mitglieder hat, erreicht man nichts. 0,26%. Ihr habt über 2% verloren. Von der, was war das, drittstärksten oder sowas? Oder viertstärksten, fünftstärksten, irgendwie sowas zur schwächsten Partei. Fünftstärksten. Von einer der stärksten zu schwächsten, ja, zu fünfte war es. In 10 Wochen ist dann auch noch Salzburg. Und danach ist wieder Vorarlberg. Der Vorarlberg. Wo dann der Herr Blocker antritt. Sollte man nicht an die große Glocke hängen. Der Glöckner von Notre Dame. Der Glöckner von Notre Dame. Die Glöckner von Nestlé. Nestlé. Man muss ja Nestlé sagen. Sorry. Ich bin immer böse gewesen, ich habe es immer Nestle genannt. Aber da ist ja der Akzent drauf, man muss ja Nestle sagen, wie mir Frau Knöckner vermittelt hat. Haben die es nicht mal auf 8 erhöht und jetzt wollen die senken? Und die wollten es auf 8 erhöhen, haben es aber nicht geschafft, jetzt wollen sie senken und dafür kriegen die eine Mehrheit. Weiß nicht, warum die Regierung immer so ist, dass sie 92 Stimmen haben gegen 91. Weiß nicht, warum das jedes Mal so ist. Jedes Mal, wirklich. Immer wenn ich in Österreich spiele, ist das genau so. Ich liebe dieses Spiel echt. Wir haben ein paar Wähler verloren! 5 Wähler. Ja, 5 Wähler! Wer ist da? Wer wohnt alles in Salzburg?
Im Land Salzburg, nicht in der Stadt Salzburg. Nicht nur, meine ich. Die Neo ist natürlich stärkste Kraft, wer auch sonst. Mhm. Also Salzburg gehört auch zu den reichsten Bundesländern. Oh Gott, wie die einen anguckt. Oh. So nach dem Motto, ich verführe dich. Alexander Melchior aus neuer Familienminister. Ach, weil der alte Kanzler umgebracht wurde. Schwere Krankheit. Nee, der wurde umgebracht. Alle werden hier umgebracht. Umfrage vor Arlberg. Hui, ÖVP. Die arme ÖVP. Wir gewinnen. Wir gewinnen! Bis jetzt haben wir fast verloren. Jetzt gehen wir mal. Wieso sind die Neos so stark? Hä? Das ist eine gute Frage. Die sind wahrscheinlich so stark. Keine Ahnung. Weil die nicht linksgrün versifft sind? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Neos hier haben. Die sind nicht mal linksgrün. Die machen wohl gut Werbung. Das Problem ist, wenn du zum Beispiel in Deutschland die Bürger in Wut hast und die sitzen nur in Bremen. Nach einer Wahl haben die das schon die absolute Mehrheit. Genau deswegen habe ich die aus den neuen Dingern alle rausgenommen, die Bürger in Wut und da stattdessen. Und die Piraten habe ich auch rausgenommen und das Zentrum könnte ich vielleicht wieder durch die Piraten ersetzen, aber es ist was an. Die grüne Alternative hat einen Ministerpräsidenten in Vorarlberg oder Vorarlberg oder Vorarlberg. Der Rolf Hulu. Oh, der sieht sympathisch aus. Der sieht sympathisch aus. Ja. Ha, mein Name ist Herr Wohlup. Ich bin der beste Mensch der Welt. So sympathisch sehe ich aus. Genau. Das denke ich gerade über den. Kommunisten sind immer so stark. Ja, Neos sind aber keine Kommunisten. Neos sind Neoliberale. Und Liberale können nicht links sein. Außer die SPD. Und die FDP früher. Die Neos sind quasi die FDP, nur in schlimmer. Nee, Spaß. Ja. Nee, das ist die FDP, so muss man sagen. Nur gestehen sie sich ein, dass sie neoliberal sind, im Gegensatz zur FDP. Die immer sagt, ach nee, wir sind doch nicht neoliberal. Wir sind gut ausgeglichen, sozial- und wirtschaftsliberal und so weiter. Nicht mehr Soldaten. Wer ist der Sachse? Irgendwie die Neos. Serge schaue ich ganz selten mal. Wer ist denn der Sachse? Ach, der, ja, wie heißt der Sachsen-Let's Play oder wie der heißt? Den habe ich noch nie gemocht, weil der so komisch geredet hat. Der ist einfach grauenvoll. Ich kann mir doch keinen Sachsen anhören. Also nicht so, so einer, der so ein extrem sächsisch drauf hat. So, den kann ich mir doch nicht anhören. Das ging doch gar nicht. Das verstehe ich doch gar nicht. Doch, ich verstehe schön, aber das möchte ich einfach nicht verstehen, weil sich das einfach hässlich anhört in meinem Kopf. So kann ich mir nicht länger als 5 Minuten geben. Wenn überhaupt. Warte. Ist nicht eigentlich das Burgenland, nicht eigentlich das ärmste Land? Keine Ahnung, auf jeden Fall wohnt da Benni. Das darf man verraten. Das darf man verraten. Das ist, im Burgenland leben viele Menschen. Das war das einwohnerloseste. Loseste. Sagt man? Ärmste. Ärmste. Wie man so schön sagt, lieber arm dran als arm ab. Also Sachsen-LP, ja, wenn du sächsisch verstehst, dann kannst, wenn du sächsisch redest und du die ganze Zeit hörst, dann kannst du es vielleicht aufnehmen. Aber so normal Deutsch, dann nervt die sächsisch einfach. Nein, du fällst nicht runter. Das nervt dann doch einfach nur. Die wollen die Aufgaben forschen, senken und schaffen das. Die Regierung steht wohl gut zueinander. Sachsen-LP ist grauenvoll, ja, Klön. Klön nicht so rum, ja. Immer stimmt die Regierung dafür und die Opposition dagegen. Ist anscheinend eine sehr gute Regierung. Herr Adland. Hatte recht. So, vertauscht mit Heisenberg. Heisenberg ist super. Heisenberg mag ich. Der ist einfach nur super. Super. Heisenberg ist super. Kann ich nur empfehlen, wirklich. Den kann ich nur empfehlen. Der ist einfach super. Er redet schon ein bisschen Schweizerdeutsch. Aber das kann man alles noch verstehen. Das ist super. Nee, also für den kann ich meine Empfehlung ausgeben. Zwerg auch. Und Heisenberg ist aber immerhin, der weiß, was er tut und der ist immer konzentriert und Zwerg. Und auch Gardarol, wenn ihr den kennt. Die sind einfach doof, die achten auf nichts. Die machen irgendwas und denen fällt 50 Folgen später auf, dass sie was falsch machen. Und ich denke mir dann immer nur so. Super GAU. Super GAU ist immer super. Die Umfragewerte. Heisenberg schaue ich ab und zu aktiv. Ab und zu mal ein, zwei Videos, genau wie bei Zwerg, aber ich schaue die nicht aktiv. Ich schaue allgemein in letzter Zeit sehr viel Netflix und nur noch ganz wenige YouTuber wirklich aktiv. Weil es auch einfach nichts Gutes mehr gibt. Gibt wenige gute Sachen.
Ja, und ich spiele dann die Spiele schon häufiger mal selbst, anstatt mir da Let's Plays zu schauen. Ich habe mir ein bisschen, sagen wir mal, Videospiele schon gekauft. Wie viele sind es auf Steam inzwischen? 227. Also, wenn ihr mal einen Spielewunsch habt, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass ich das Spiel besitze. Ja. Ja, Philipp, erzähl du doch mal was. Warum brecht das nur? Ja, erzählen, dass die Kommunisten die stärkste Kraft in der Steiermark werden und immer mehr Prozente kriegen, wahrscheinlich die absolute haben. Oh Gott. Also die SPÖ war mir lieber. Aber wir gewinnen dazu. Vorsichtig. Aldemar, ja, Aldemar kenne ich. Davon habe ich ein paar Videos mal früher geguckt gehabt. Weiß nicht, habe ich den noch abonniert, den Aldemar? Hatte ich den jeweils abonniert? Mach mal wieder Musik an. Naja, habe ich nicht mehr abonniert. Aber den kenne ich auf jeden Fall. Da ich mich aber überhaupt nicht mehr an den erinnert, kann ich auch keine Empfehlung oder sowas abgeben. Ja, ich spiele ab und zu Netflix, genau. Das ist, wenn ich Netflix schaue, am PC. Aber nur am PC. Wenn ich am Handy schaue, was ich meistens mache, dann steht's da nicht. Ich gucke immer um Himmels Willen, das ist, was ich den ganzen Tag mache. Heute ist eine Folge rausgekommen. Ja, heute kam ja auch um Himmels Willen um 20.15 Uhr im Fernsehen. Kommt gerade im Fernsehen! Jetzt alle um Himmels Willen einschalten. Das ist aber eine alte Folge, deswegen schaue ich die nicht. Ich kann nicht von der Switch spielen, ich habe keine Capture Card. Und ich filme das garantiert nicht ab. Warum gucken wir in letzter Zeit eigentlich immer die alten Folgen? Boah, willst du das wissen, Wolf, ob ich ihn abonniert habe? Man sieht meine Abos nicht öffentlich. Habe ich bewusst ausgestellt. Ich möchte nicht, dass mir irgendjemand hier vorstellt, ey, du hast den abonniert, wie kannst du so einen scheiß YouTuber abonnieren oder sowas? Kann ich gar nicht leiden. Weiß ich, vielleicht habe ich sogar noch Bibi abonniert oder so. Nee, die habe ich, glaube ich, deabonniert. Die habe ich, glaube ich, deabonniert. Aber ganz früh hatte ich sie mal abonniert. Moment. Ja, habe ich deabonniert. Habe ich Julienko abonniert? Den habe ich abonniert. Naja. Hast aber auch, Babys hier in der Musik geliked. Als sächsischer Nazi ein NPD-RP spielen. Ne, wenn schon ein dritter Weg-RP. LP. Wenn schon auch, nicht RP. Das kann ich mal machen. Was habe ich geliked? Ja, habe ich früher mal geliked. Das habe ich, glaube ich, inzwischen eben auch nicht mehr. Noch ein Screenshot. Das sind meine empfohlenen Kanäle. Nicht, ob ich die abonniert habe. Das sind meine empfohlenen Kanäle, Wolf. Was du geschickt hast. Ja gut, 3 Millionen Daumen nach unten und 500.000 Daumen nach oben. ZD und HT? Hä? ZD oder HZ? Ja, Zwergtyp und Heisenberg, genau. Das sind einfach nur die Kanäle, die ich empfehle. Das sind jetzt nicht, das sind nicht die, die ich abonniert habe. Rate mal, wie viele Kommentare das Wabab hat. So, über 1 Million auf jeden Fall. 1.185.000. Habe ich ja gut geschätzt. Alter. Wenn es manchmal so viele Kommentare hat, dann muss das schon mal sehr schlimm sein. Was ist das für ein Kanal, den du schickst? Ach, gerne mal Musik. Ja, wunderbar. Ja, können wir natürlich aufrufen. Würde ich euch jetzt nicht zu raten, außer ihr wollt gern Ohrenkrebs kriegen. Richtigen Ohrenkrebs. Weil ich schaffe es im Stream ja in ein Parlament mal einzuziehen, aber ich glaube, das sieht eher schlecht gerade aus. Vielleicht sollte ich langsam mal das Geld abheben und Werbung machen, aber... mit 1 Million kriegt man da nicht viel hin. Doch. Soll ich mal alles abheben? Hol mal die Hälfte. Hol mal die Hälfte. Ich hol mal 500.000. Ja, weil wenn du ins Parlament ziehst, hast du viele Mitglieder und wenn du die in deine Mitglieder steigen, kriegst du mehr. Ja, ich weiß. Und wenn ich Werbung mache, krieg ich ja auch Mitglieder. Ich habe früher immer gespart, inzwischen investiere ich alles sofort und da scheitere ich in letzter Zeit immer mehr, deswegen. Was ist denn die nächste Wahl? Wien in 12 Wochen, dann mach ich mal Wien. 12 Wochen Werbung. Oh, Nationalratskoalition, die realistisch sehe. SPÖ jetzt, Fritz, KPÖ. Moment, warum sagst du realistisch?
Fritz ist ziemlich stark, sagen wir mal, eher rechter orientiert als die SPÖ, hätte ich jetzt gesagt. KPÖ und SPÖ, also irgendwann, ich glaube, da muss man nochmal was drehen. Vor allem auch jetzt passt er überhaupt nicht rein. Jetzt und Fritz passt überhaupt nicht zu KPÖ und so, Alter. SPÖ, GA, KPÖ, Fritz, das wird es in der Realität nie geben. Bundeskanzler Peter Kaiser. Oh Gott. Arbeitsministerin Gabriele Heinisch-Hosek. Außenministerin Katharina Wiesflecker, Bildungsministerin Margot Windu, Familienminister Ralf Ginnu, Finanzministerin Renate Brauner, Gesundheitsministerin Sonja Hammerschmidt, Umweltminister Tristan von Isolde, Verkehrsministerin Finja Busch und Verteidigungsministerin Claudia Klimt-Weitaler. Ja, alle Kanäle für mehr abonnieren, da gibt's ganz viele, auf, zu manchen habe ich gar keinen Zugriff mehr. Ich glaube, von Gernmeier Politik würde ich niemals mehr die E-Mail mehr wissen oder das Passwort. Weißt du das noch, Philipp? Was? Das Passwort und die E-Mail von Gernmeier Politik. Also Höllery Clinton. Keine Ahnung. Hm. Die Liste Fritz ist übrigens links. Wirklich? Die sind links? Die sind eigentlich pragmatisch. Ich meine, die wären eher. Moment, was sagt Wikipedia? Fritz passt immer. Fritz-Partei. Ja, die Fritz-Partei. Liste Fritz-Dinghauser. Ja, pragmatisch. Gerechte ja, Verteilung, Brände der Seilschaft, bla. Politische, wirtschaftliche, soziale, der Kampf gegen Macht, pass auf Bildung. Ja, das ist selber, was auch die AfD fordern könnte. Mhm. AfD und gerechte Verteilung. Ja, die behaupten das ja auch. Ich würde da jetzt nichts. Moment, Liste Fritz Ausrichtung. Ist da auch was Spezielleres zu? Ah, steht da jetzt nicht. Ja, ich finde, da kann man jetzt keine besondere Ideologie rauslesen, außer dass die halt sozial sind, sein wollen. Ob das jetzt links- oder rechts sozial ist. ÖAP, was ist denn die ÖAP? Österreichische Arbeiterpartei. Österreichische Akademie für Psychologie. Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz. Putz? Der Putz ist Schutz und Schmuck für das Bauwerk. Bitte. Österreichische Arbeiterpartei. Wird das sein? Die ist doch ÖSAP, oder wie hieß die? Ne, die. Ich weiß nicht, wie die hieß. Ist mir auch egal. SPÖ, SPÖ, FPÖ, Franz Schnabel. Genau, Österoberreich. Der Herr Fuchs, genau, 24 Wochen. In Oberösterreich. Ich mache jetzt einfach mal Werbung. Ich würde jetzt aber keine Plakatwerbung und sowas machen, oder? Philipp? Der macht Klopause. Doch, doch. Doch. Warte. Herr Ertelschweiger. Versucht jetzt in Oberösterreich erstmals einzuziehen. Was hast du für Nachrichten zurückgezogen, Klon? Würde ich jetzt gerne aber wissen. Oh, der Stream geht noch 8 Minuten nur. Und wir sind noch in keinem Parlament. Läuft ja super echt, also. Ich liebe den Stream. Oh, dann wird er ja hochgeladen. Also irgendwie haben wir trotzdem keine Chance. 0,61%. Jetzt müssen wir eigentlich vielleicht unser... Dass wir irgendwie für nichts da sind. Wir hassen ja irgendwie alle. Wir sind jetzt für Cannabis legal, gegen Budgetverteidigung. Und für Ausgaben Universität, wir werden sozial-ökologisch so. Ein bisschen zumindest. NSÖAD. Ja, Nordrhein-TV. Play kenne ich. Ich kenne sogar noch, ich sehe ihn aus den Zeiten, als er noch Nordrhein-TV gemacht hat. Das fand ich immer sehr schön, Nordrhein-TV. Das gibt's leider nicht mehr. Aber Nordrhein-TV Play, ja, das ist ein guter YouTuber, der Ansgar. Den anderen Typen, den kenne ich gar nicht. Aber den habe ich nur mal kurz gehört. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber die meisten Videos macht der Ansgar.
auch ein guter YouTuber. Manchmal ein bisschen, Kirre drauf und so ein bisschen, einfach mal GameStar nachäffend. GameStar ist ein super YouTube-Kanal. Auch meine Empfehlung. Und Gronkh ist immer super. Albert Steinhauser. Nochmal grüne Alternative. Wer einen guten YouTuber braucht, Gronkh. Und der abonniert PewDiePie. Hat der so geschrieben, Zengis? Glaube ich nicht, dass er so geschrieben wird, aber ja. Stimmt, der heißt so Cengiz. Ja, keine Ahnung. Genghis Khan. Genghis wie von Apecrime. Das ist derselbe. Also irgendwie war das mit den Flyern, wie war das jetzt mit dem Geld ausgeben? Eher mehr Verschwendung als was anderes. Nein, nein, alles gut, hoffe ich. Ich vertraue dir jetzt einfach mal. 1%. Das klappt in Deutschland besser. Ja, den Kanal gibt's auch noch, da werden aber keine Videos mehr hochgeladen. Welcher? Nordschreit TV. Oder gibt's da noch dieses Moment? Aber das waren jetzt ewig keine Videos. Weiß ich. Ja, vor 3 Jahren das letzte Video. Oh, ja, da habe ich noch, das habe ich aktiv damals verfolgt. Waren gute Videos. So, und die GameStar für die kleinen Leute. Aber GameStar ist immer super. GameStar, GamePro und sowas. Boah, die Qualität lässt ja gerade nach. Aus 80p. Ja, so ist schon besser. Ja, Stream auf super. Ich stream 39 FPS, dann bei 60 weiß ich nicht, ob der das gepackt hätte. Wahrscheinlich schon. Ich jetzt einfach mal von aus, aber was will man bei Politik der gut 60 FPS streamen? Über 24 FPS. Es ist flüssig für unser Auge. Ja, und Politik-Shakun hat nicht mehr als 24. Also war garantiert hier. Das ist jetzt hier keine Cutscenes. Da braucht man eigentlich 1 FPS so ungefähr. Kate Bessel verlässt ihre Partei. Dann machen wir noch Plakatwerbung in Tirol. Lohnt sich das? Oh Gott. Ich stürze mich ins Minus wegen dir. Wenn im Minus ist, ja, verliert man Mitglieder. Habe ich mal, glaube ich, rausgefunden. Kurz wär's. So, unsere eigene Möglichkeit. Wir könnten hier auch 200 Jahre spielen, bis wir dann genug Geld haben, um gut Werbung zu machen. Dann haben wir aber keine Politiker mehr, sondern nur noch Zahlen. Ja, ich weiß. Aber es gibt Regens. Ja, aber auch die Regens sind nicht unendlich. Wirklich nicht. Ich meine, die können unendlich regenen, aber irgendwann kommen wirklich Zahlen. Das weiß ich aus meinem freien Wähler-Let's Play. Da hatte ich nur noch Zahlen am Ende. In meiner Partei, dann später. Also, gekriegt. Der Herr Dinkhauser hat jetzt... Ich hatte auch schon regenen, wo dann die Kommunisten auf einmal NPD-Politiker waren. Boah. Gibt häufiger mal Regens von Politikern und die sind da völlig seltsam und manchmal ist er dann zufällig in derselben Partei und ich wundere mich, warum dann zum Beispiel, keine Ahnung, Angela Merkel 21 ist. So, der Stream ist gleich vorbei. Wenn ihr jetzt noch eine Anregung habt, dann könnt ihr die gerne anregen. So ist der Stream dann vorbei. Nein, ich möchte nicht Spiegel-TV machen, Bernd Höcke und der Personenkult. Da steht Björn Höcke, Das ist falsch. Ich hab einen Mops vor mir sitzen, ja? Einen Mops. Heute gekauft. Bei Möbelhaus XY. Ikea. Nein. Wir waren auch bei Ikea, da haben wir einen Computer. Bei einer bekannten schwedischen Möbelhauskette haben wir einen neuen Computertisch gekauft, der ist noch nicht aufgebaut. Und dann waren wir noch in einem anderen Möbelhaus, XY. Manche würden es Weihnachtsmann nennen, es ist aber ein anderes Fest. Also nicht Weihnachten, sondern was anderes. Ich nenne jetzt nicht den Namen, das ist bestimmt Pfingstmann. Genau. Jedenfalls, da haben wir dann noch
was zum Ordnen. Und einen Mops habe ich mir gekauft. Ich habe mir einen Mops gekauft. Höfner. Nein. Was, sowas Ost. Ähnliches wie Vietnam. Wintermann. Roller. Ja, Klon, ich mag Möpse. Das habe ich tatsächlich versehentlich da im Möbelhaus ziemlich laut gesagt gestern. Weil wir da gestern auch schon mal waren. Habe ich versehentlich laut gesagt, ich mag Möpse. Bis mir dann aufgefallen ist, dass das ja noch eine etwas andere Bedeutung haben kann, als wie ich es meinte. Poco. Nein. Was so ähnlich wie Wintermann, nur halt Weihnachtsmann, nur mit einem anderen Fest. Dem höchsten Fest der christlichen Kirche. Christi Himmelfahrt? Christi Himmelfahrt, Mann. Das hört sich irgendwie blöd an, ne? Merkst selber. Hamann? Ha? Was ist denn Ha? Hamann, das ist Harmann. Das ist ein Luxusmöbelhaus, in dem ich mein Praktikum gemacht habe. Nein! Das hat doch nichts mit Weihnachten zu tun. Das ist kein Fest. Ja, was hat denn mit... Wir machen hier keine Werbung für andere Firmen. Es gibt wunderbare Möbelhäuser. Hardeck, Höfner, Schaffrath, XXL, Boss. XXL, SB-Möbel, Boss, Poco und Ikea und ganz viele verschiedene. Wir wollen hier keine Werbung für irgendwas machen. Der Stronach verlässt uns. Ich meine, ein Haus, das ist so ähnlich wie Weihnachtsmann, ist nur mit einem anderen Fest. Gibt's das ganz oft in Deutschland? So 4-5 Mal in NRW. Ah. Wow. Das war's dann aber auch. Na, wer es errät, der kriegt einen Preis. Im Chat. Vielleicht kommt ja jemand aus der Nähe oder guckt mal schnell auf Maps, was da so mit Mann ist. Muss ja die Deutsche Bahn Möbel aus. 21 Uhr, also. Wenn ihr noch eine Idee habt, was ich noch spielen kann, dann gerne. Ansonsten ist das Stream gleich vorbei in so 2-3 Minuten. Hoi. 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 Stroh. Du wolltest Hoi streamen. Spielen, nicht unbedingt streamen. Möbelhaus. Vorarlberg. Wo war das Möbelhaus, Gerni? Das gibt, die Hauptfiliale ist in Witten, da war ich aber nicht. Biermann. Nein. Ostermann. Genau. Es gibt aber natürlich, wie gesagt, auch viele andere tolle Möbelhäuser. Ja, Biermann. Das ist Biermann, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich habe Möbelhäuser in Wippen gesucht. Da kam als erstes Möbelhaus. Biermann. Pff, nie gehört. Herr Ertelschweiger. Wie sieht denn der Herr Ertelschweiger aus. Naja, der sieht so ein bisschen aus wie so ein kahlrasierter Nazi. Aber könnte auch ein Soap-Darsteller sein, irgendwie so. So ein Assistent von Herrn Wöller. Keine Ahnung. Ne, das ist ja der Herr Treptow. Treptow. Der Herr Treptow. 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 Die sagen immer Treptow. Nein. Also heißt der Treptow. Der sagt Treptow. Ja, alle Treptow. Na. Doch, die sagen. Ja, weil der Bayer ist, sagt das so. Aber die anderen sagen immer Treptow auf jeden Fall. Das weiß ich. Die sagen auch, nur Treptow, nicht Herr Treptow oder so. Die sagen alle immer nur Treptow. Guten Tag, mein Name ist Treptow. So, ich würde den Stream dann jetzt beenden. Ja. Herzlichen Dank an alle, die zugeschaut haben. Das Let's Play geht dann irgendwann mal weiter. Es kommt bestimmt gleich noch ein Stream. Nein. Wahrscheinlich nicht. So. Ich verabschiede mich dann wirklich. Ich wünsche noch einen, sagen wir mal, angenehmen Abend. Oder für alle, die den Stream nachschauen. Morgen, Mittag, Nacht. Oder wie, wer sagt das, Herr Newstime immer? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, euren Abend. Gehabt euch wohl, euer Herr Gernmeier. Ciao, ciao. Und, Arrivederci, das war jetzt beides italienisch. Bienvenidos. Fuck, das heißt, herzlich willkommen. Tschüss halt.
Hasta. Goodbye. Hasta la vista, baby. Hasta luego. Tschüss. Hasta luego. Gesundheit. Wusstet ihr, dass die auch in Amerika, in New England und sowas und auch einigen, wirklich, die sagen häufiger als das, was einem ja immer so beigebracht wird, dass die alle bless you sagen, die in Amerika sagen irgendwie hauptsächlich Gesundheit. Gesundheit, vor allem in New England sagen die Gesundheit. Das finde ich lustig. Gesundheit. Immer schön anders aussprechen. Naja, tschüss.